Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Im Studio hätte ich heute Bellatrix von Harry Potter. Ich liebe den Charakter. Es ist für mich die Harlekin von Harry Potter. Und natürlich wie immer Bad Harry. Ich nehme den mal kurz ab. Der ist jetzt heute nicht mehr so wichtig. Ist alles über Nacht gesagt. Das letzte Mal hier haben wir das hier gemacht. Innenausbau mit den kleinen Fans. Und zwischendurch habe ich jetzt, wie man hier sieht, auf zwei Noppen Breite abgerobbt. Eine Frontmauer gezogen, also so eine Hauswand einfach. Ich habe mich da so ein bisschen vom industriellen Look inspirieren lassen. Und ich wollte immer mit Dark Orange bauen und hier hat sich jetzt ernsthaft mal ergeben, wo ich gesagt habe, ja, das können wir mal machen. Hier unten eine Reihe Plates, dann zwei Reihen Brick oder Mansion Bricks, normale Bricks, dann wieder eine Reihe Plates und dann nach oben weg, eben mit Dark Orange und mit den Bögen. Die Mauersteine in Dark Orange sind von Blue Bricks, die hier unten sind von Lego. Die Bögen sind, glaube ich, auch von Blue Bricks. Die Fenster. Deswegen gemischt. Der Türrahmen ist von CKO. Die Tür sieht man am Schließen. Ne? Das ist von einer anderen Firma. Hier oben habe ich so Hinges reingemacht, die so ein Muster machen sollen. Hier drüben ist auch noch eine Tür. Ja, sind zwei Türen drin. Und von innen schaut es so aus im Augenblick. Noch ziemlich kahl. So, das hier sind Panels und Zweiern. Steine, Reihe Platten drüber. Und wie hier in den Noppen seht ihr nichts. Die hier außen sind ein paar von Lego wieder und hier sind Lego und nicht Lego. Also nicht Lego sieht man hier auch an der Dings. Lego, Lego, nicht Lego, 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 Lego. Ja und so weiter und so fort. Ist jetzt egal. Ne? Also es ist auf alle Fälle alles vertreten. So, das Kabel hier hüben habe ich jetzt hinter der Wand versteckt. Bin gespannt, das passiert mir bestimmt nochmal. Und ja, was ich jetzt noch machen möchte heute, das wäre so ein bisschen Möblierung und ein Badezimmer eigentlich. Und ich muss auch noch ein Licht reinbauen, ist mir eingefallen. Juhu. Aber das mache ich mal einfach. Ich gehe einfach mit dem Kabel, ne, hier hoch, hier rüber. Alles gut, würde ich mal sagen. Zum Thema Möbel. So. Die Badewanne ist ja schon bekannt, die war ja schon mal eingeplant. Ich hoffe, ich kriege die heute hier rein. Irgendwie. Dann habe ich hier noch den Sessel. Halt. Ja. Hier hüben. Habe ich einen Versuch mit dem Schrank gemacht, aber das ist irgendwie in die Hose gegangen. Ja, ich habe hier noch so ein Doppelbett mal gebaut. Lampe. Könnte noch eine Ausnahme werden. Eine kleine Couch. Ja, und dann eigentlich Unmengen Arten von Betten. Ich habe mich da wirklich mal ausgetobt. Schrank. Schreibtisch. Und. Kleiderständer. Bürostuhl. Ja, also ich habe mich da einfach mal ausgedruckt. Ich muss mal schauen, was ich da reinbringe. Ich habe mir auch ein kleines Special schon überlegt. Das zeige ich jetzt aber noch nicht. Also ich habe jetzt eigentlich vor, einen Fernseher reinzubauen. Eine Küche weiß ich noch nicht. Ein Badezimmer auf alle Fälle. Ein Sofa und ein Bett. Und dann mal schauen, was sich noch ergibt. Und ich würde sagen, ich fange jetzt mal das Tüfteln kurz an und dann melde ich mich wieder. Und wir sind zurück. Was habe ich alles gemacht? Inneneinrichtung gefliest, kleiner Tisch, der Stuhl ist altbekannt. Ich weiß nicht, ob man die Szenen hier kennt.
Ich kümmere da mal kurz. Da ist eine Dame, die aus dem Fernseher schaut. Der Kopf ist, glaube ich, von Legends of Kima. Von irgendeinem Kroko. Hier vorne dran, kleiner Schrank mit Dosen drauf, ein Bild. Ja, ich habe da einfach Aufkleber aus Andreas Haus genommen. So, Badewanne hier. Waschmaschine, Waschbecken, Harry Potter. Ein Spiegel. Und von oben schaut es dann so aus. Also ist nichts Besonderes, kleine Einzimmerwohnung. Ein Bett. Ja, er hat keine Küche, er hat keinen Schrank. Er ist eh bald tot. Egal. Und er hat eine Tür, die nicht zu bleibt. So. Das habe ich jetzt hier so festgemacht, soweit. Von außen. Schaut es jetzt so aus. Ich habe hier noch den Briefkasten eingesetzt. Und hier ein bisschen gefliest. Und während des Bauens habe ich mir gedacht, das wäre cool, wenn hier oben drauf noch so eine Art Gehweg wäre. Also so drüber. Also habe ich das hier gebaut. Die hier sind vom nachgemachten AT-AT-Walker. Und wenn ich jetzt die hier so drauf mache, ne? Noch einmal. Wenn ich die jetzt hier so drauf baue, na dann schaut es doch eigentlich schon recht gut aus, oder nicht? Jetzt zwei Reihen Plates. Die Slopes sind von Lego, teilweise aus dem Hausboot. Die großen außen auf alle Fälle aus dem Hausboot, die kleinen sind gemischt. Also, sagt man, sieht es ja wieder hinten dran, ne? Keine Nuppe oder kein Gusspunkt Lego. Gusspunkt Lego bei den Platten das gleiche. Also das ist, hält sich gut im Wagen, aber ich glaube, dass Lego allgemein überwiegt, weil es halt einfacher ist, Einzelteile zu bekommen. Ich habe noch einen Spinnnetz hier hineingefügt. Das war halt da und wollte unbedingt verbaut werden. Also soweit hier, ne? Dann müssen wir natürlich hier wieder zubauen, dass wir auf die gleiche Höhe kommen. Und hier hinten habe ich den langen Weißen. Ne? So. Und dann einfach kurze Weiße. Die hier. Einmal, zweimal, der lange hier ist Lego, ist ein gebrauchter, er ist schon ein bisschen vergilbt, aber es reicht, sagt, warum muss es immer glänzend sein, wenn man es eh nicht sieht. Und hier drauf würde ich jetzt hier einmal die 18er, 18x14 machen. Und einmal eine 16x14, habe ich mir gedacht. Jetzt muss ich mal kurz schauen, habe ich noch ein Steinchen da. Den hier. So. Hier üben kommt dann Andreas Haus hin mit der 8x14er Platten. Und hier üben, da baue ich schnell, Mensch, na, da baue ich schnell eine, einen Augenblick. So, ich weiß, es ist nicht schön, aber Schönheit im unsichtbaren Bereich war nie mein Ziel. Da bin ich auf Lego-Niveau. Na, was man nicht sieht, ist es dann egal im Endeffekt. Haha. Nee, Quatsch.
Unterschied ist ja der, ich muss die Sachen kaufen und nehmen, was da ist. Die anderen haben es auf Lager liegen. Also, 8x14er Platte. Ja. Und die kommt jetzt einfach hier drauf. Und fest ist dann da drauf. Bauen wir beim nächsten Mal das erste Gebäude. Oder vielleicht bauen wir Andreas Haus. Wir müssen mal gucken. Und jetzt mal, damit es schön wird, vielleicht schön wird, ne? Machen wir am Schluss nochmal die Beleuchtung an. Damit wir sehen, ob wir auch alles richtig gemacht haben. So. Haben wir das tolle Schlafzimmer. Ja, die Überreste meiner Beleuchtung gerade. Ich muss nochmal tauschen. Also einmal das Badezimmer und einmal das Schlafzimmer von Cigar und tada! Es leuchtet. Wie geil. Wie geil, wie geil, wie geil. War klar. So. Also, mal kurz reingucken. Dem schaut schön aus dem Socken. Das passt einmal frei. Hier sieht man das. Das hier mache ich dann noch zu, wenn ich mal. Eigentlich bin ich fertig da hinten. Ne? Das Kabel muss ich nochmal schön machen. Und ich habe jetzt hier außen auch noch eins reingelegt, dass die Spinne wegen Licht hat. Und damit ist es so dunkel bei da hinten. Es gefällt mir. Die Szene gefällt mir vor allem. Also das ist wirklich schön. Ich glaube, die kennt man auch. Ne? So. Und in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. 12 Minuten und ganz viel geschafft. Das gefällt mir. Auf Wiedersehen.